Mein Name ist Martin Edelsbrunner, ich bin Absolvent des Sportinstituts Graz. Ich habe Sportwissenschaften studiert und das dazugehörige gelernt. Und im Zuge des Projektes der Studienvertretung für Sportwissenschaften freut es mir ganz besonders, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, und es wird um die Hüftmobilität gehen. Insgesamt werden es 4 Übungen sein, und in Zeiten wie diesen betrifft es uns natürlich umso mehr, weil wir sehr viel sitzen. Des Weiteren wäre es gut, wenn man zum Beispiel Hürden überwinden möchte, in der Leichtathletik oder höhere Kicks im Kampfsport verteilen möchte. Und als Ex-Mitglied der Studienvertretung für Sportwissenschaften möchte ich mich ganz besonders bedanken, dass die 4 neuen Studienvertreterinnen und Vertreter dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Grundsätzlich zur ersten Übung. Ich muss zugeben, ich gehe da mit schlechtem Beispiel voran, weil ich in der Mobilität eingeschränkt bin, aber deswegen mache ich es ja. Wir setzen uns relativ aufrecht hin, die Schultern sind weg von den Ohren, die Beine vor dem Körper abgestellt, etwas weiter als hüftbreit, und wir versuchen eine Innenrotation immer mit einem Bein durchzuführen. Dazu beginnen wir jetzt mit dem rechten, der Oberkörper ist aufrecht, der Bauch leicht angespannt und stabil, und wir versuchen das Bein nach innen zu rotieren, so weit wie es für einen möglich ist, und dann wieder nach außen. Dann Seiten wechseln und das Bein wieder nach innen orientieren. Ich würde euch empfehlen, das 10-mal pro Seite zu machen. Es können natürlich mehr Durchgänge erfolgen. Das kann man aber genauso gut während dem Fernsehen oder wann auch immer machen. Schlechtes Beispiel wäre jetzt, quasi mit dem anderen Bein mit auszuweichen und dann vielleicht den Oberkörper noch mit zu drehen. Dann erreicht man nicht das gewünschte Ziel. Die zweite Übung schaut ähnlich aus. Diesmal dürfen wir den Oberkörper aber mitnehmen. Ausgangsposition ist wieder gleich. Die Hände hinten abgestützt, Ohren weg, oder die Schultern weg von den Ohren. Und wir führen beide Knie auf die linke Seite. Kann man mit dem rechten Knie bis zum Boden, wenn es möglich ist. Und leiten dann wieder über das rechte Bein die Aufrollbewegung ein und kippen zur anderen Seite. Ganz wichtig wäre eben diese Hüftöffnung, bevor wir das zweite Bein dann überhaupt mitnehmen. Hier würde ich 8 Wiederholungen pro Seite empfehlen. Die dritte Übung ist ein Element aus dem Yoga, er wird Lizard genannt, mit kleinen Adaptierungen eventuell. Die Ausgangsstellung ist quasi Liegestütz, Ausgangsstellung. Und wir bringen ein Bein nach vor, in dem Fall das linke Bein zum linken Arm dazustellen und dann den linken Ellbogen zur rechten Ferse zu bringen. Dann spürt man schon ein großes Ziehen, in der Regel in der Hüfte. Und diese Position werde ich für 20 bis 30 Sekunden halten und dann gehen wir wieder langsam nach oben, führen einen Seitenwechsel durch. Und machen das Ganze auf der Gegenseite, indem wir den rechten Ellbogen zur rechten Ferse bringen. Das hintere Bein ist noch durchgestreckt oder annähernd durchgestreckt. Wir legen das nicht ab, sondern können in der gestreckten Position bleiben. Die letzte Übung wird eine Kniebeugenvariation sein. Wir stellen uns der Schulter breit hin. Und versuchen dann mit den Fingern die großen Zehen zu fassen und führen von einer gestreckten Beinhaltung, gehen wir nach unten, die Arme sind zwischen den Beinen und wir gehen in die Kniebeuge mit geradem Rücken und dann wieder nach oben. Ich würde euch empfehlen, das am normalen Untergrund zu machen, auf so einer weichen Matte ist es etwas schwerer. Kann ein bisschen variieren und etwas breiter stehen, dann ist es leichter. Das Ziel wäre, ganz nach unten zu kommen. Das ist vielleicht nicht für jeden möglich, das macht nichts, aber wir üben ja dabei. Das Ganze wieder 10-mal ausführen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei mit der Hüftmobilisation. Es ist wirklich wichtig, um gesund zu bleiben und um die Gelenksgesundheit quasi länger zu erhalten.